Das Projektstipendium Kunstkommunikation ist seit 2006 fest verankert im DA und lockt jährlich viele Besucherinnen und Besucher hier ins Kloster Gravenhorst, um einfach die vielfältigen und partizipativen und teilweise auch ortsspezifischen Projekte hautnah mitzuerleben und auch aktiv mitzuwirken. In diesem Projektjahr haben wir 4 neue Stipendiatinnen, tatsächlich alles Künstlerinnen, und zwar Kathi Gaussmann, Janina Schmidt, Carola Römper und Julia Arztmann. Soeben beziehen die neuen Stipendiatinnen ihre Projekträume, wo sie über das Jahr verteilt immer wieder vor Ort arbeiten werden, ihre Vorbereitungen, Recherchen und auch die ersten Projektergebnisse präsentieren. Das heißt, es lohnt sich einfach immer regelmäßig im Kunsthaus vorbeizuschauen, um einen Blick auf den neuen Projektstand zu werfen. Nun wollen wir aber wirklich mehr über die einzelnen Projekte erfahren, über die künstlerische Arbeitsweise, die Möglichkeiten der Partizipation, und deswegen schauen wir gleich einmal bei den Stipendiatinnen in den Ateliers nach. Hallo, mein Name ist Kathi Gaussmann, ich bin Projektstipendiatin im DA Kunsthaus Gravenhorst in 2021 und ich habe hier in meinem Projektraum, den ich dieses Jahr über immer wieder neu bespielen werde, erstmal ein Vorgängerprojekt für mein Projekt hier im Kunsthaus aufgebaut. Und zwar ist es das Projekt Nordlich, das habe ich in Nordnorwegen zur Zeit der Mitternachtssonne gearbeitet. Ein zeichnerisches Projekt, das sich mit der täglichen Rotation der Erde um sich selbst beschäftigt. Nun ist die tägliche Rotation der Erde um sich selbst eine Bewegung, von der wir normalerweise gar nichts wahrnehmen, obwohl sie mit ziemlicher Geschwindigkeit vonstatten geht. Und im Verlauf von Schatten können wir aber diese Bewegung nachvollziehen. Und hier ist eine Arbeit, an der man das beispielhaft erklären kann. Das ist auch in Andenes in Nordnorwegen entstanden, zur Zeit der Mitternachtssonne, also in einem Zeitraum, in dem die Sonne 24 Stunden lang über dem Horizont bleibt. Ich habe diese Zeichnung begonnen mit dieser Linie um 3:45 morgens. Ich habe ungefähr, hier stand eine Fischereikugel, das kennt man, diese Kugeln mit einem Loch durch, die man für Netze in der Fischerei nimmt, die stand hier, die hat den Schatten geworfen. Und ich habe alle Viertelstunde den Schatten dieser Kugel gezeichnet. Hier war ungefähr die Mittagszeit, da war der Schatten sehr klein und knapp und mit einer sehr scharfen Kontur sehr gut zu sehen. Und dann ist der Schatten immer weiter gelaufen. Das ist ungefähr im realen Raum 6 Meter gewesen. Und die Schatten wurden immer länger, die Sonne stand immer tiefer, die Schatten wurden immer länger und sie waren auch immer schwieriger zu sehen. Und darum fangen die Konturen hier auch so an zu wackeln. Also meine Zeichnung wurde sozusagen, die Bedingungen für meine Zeichnung wurden immer schwieriger. Der Schatten lief weiter und das war um 2:45 am nächsten Tag, also nach 22 Stunden. Und dann kamen Wolken und dann gab es keine Schatten mehr und somit war die Zeichnung beendet. Es ist so, dass ich oft mit naturwissenschaftlichen Phänomenen arbeite. Und nun könnte man meinen, dass ich mich in Bücher vertiefe und da meine Themen finde. Tatsächlich ist es aber nicht der Fall. Sondern diese Arbeiten beginnen mit meiner Wahrnehmung und mit einem Aufmerken. Im Falle der Schattenzeichnung war das das Aufmerken auch in einem Kloster, im Kloster St. Marienberg in Helmstedt, wo ich festgestellt habe, wie durch ornamentierte Bleiglasfenster die Sonne ganz wunderbare Sonnenmuster über Fenstersimse, Fußböden und gegenüberliegende Wände im Kreuzgang geworfen hat. Und dem bin ich dann einfach nachgegangen. Und dieses Nachgehen, das passiert auf mehreren Ebenen. Es gibt dann natürlich eine inhaltliche Recherche. Was ist das für ein Phänomen? Wie kann ich mir das erklären? Was hat das mit diesem Ort zu tun? Und dann gibt es eine Recherche, die mehr mit den künstlerischen Mitteln zu tun hat. Diese Arbeit im Kloster St. Marienberg hat mich dann dahin geführt, dass ich überlegt habe, wo kriege ich denn das Maximum an Sonnen- und Schattenlauf? Und das ist eben über dem 67. Breitengrad, das ist der Polarkreis, und so bin ich in Nordnorwegen gelandet. Das sehen wir hier auf der Karte, das sind die Inseln an der Westküste von Norwegen, die allernördlichste Inselgruppe, die allernördlichste Insel, der allernördlichste Ort. Das ist deswegen wichtig, weil es im Norden nichts Großes geben kann, darf, um diese Zeichnung machen zu können. Hier in Gravenhorst haben wir eine ganz andere Situation. Hier in Gravenhorst möchte ich zum einen mit Schattenverläufen arbeiten, die ich hier in den Räumlichkeiten des Klosters vorfinde. Zum anderen möchte ich mir im Kreis Steinfurt Orte suchen, die mit der Historizität des Klosters in einem Zusammenhang stehen. Das kann zum Beispiel das ehemalige Stadthaus der Nonnen in Bevergern sein, zu dem der Nonnenpetkin führt, oder auch die Patronatskirche in Riesenbeck.
Ich werde also bei meinen nächsten Arbeitsaufenthalten diese Orte erkunden, auf ihre Schattenverlaufsqualität. Im Verlauf des Jahres wird aus den Orten, an denen ich arbeite, eine Karte entstehen. Diese Karte baut sich quasi über das Jahr auf, sodass wir am Ende eine Art Kartenverzeichnis haben über all die Orte, an denen Zeichnungen entstanden sein werden. Es gibt einen Instagram-Kanal für dieses Projekt, wo ich jeden Freitag poste. Und wenn ich draußen arbeiten werde, dann werde ich auf diesem Kanal auch immer bekannt geben, an welchem Ort ich bin und wann an dem Tag die Sonne aufgeht und wann die Sonne untergeht. Und hier vor Ort wird man meine zeichnerische Aktivität im Außenraum daran sehen können, dass vor dem Kloster direkt über dem Haupteingang eine kleine Fahne hängen wird. Und wenn diese Fahne draußen hängt, dann weiß man, ich bin an diesem Tag im Außenraum und zeichne. Hallo, mein Name ist Julia Arztmann und ich arbeite hier an meinem Projekt Hardworking, Softworking. Für das Projekt kommen hauptsächlich Textilien zum Einsatz. Ich werde Objekte aus Stoff nähen, die durch die Klosterarchitektur und auch durch Elemente aus der Klosterkirche inspiriert sind. Und zu den Stoffen werde ich später auch noch feste Gegenstände mit einbauen in meine Objekte. Aus Metallfundstücke können das sein, die ich hier auf dem Klostergelände finde oder aber auch von Menschen aus der Umgebung hoffentlich geschenkt bekomme. Ich bin hier über das Klostergelände gelaufen und habe in der Architektur Formen und Strukturen gesehen, wo ich mir dachte, das könnte auch was anderes sein, das könnte auch eine Dynamik entwickeln, zum Beispiel dieses Zierelement auf dem Pfeiler. Da habe ich mir direkt gedacht, das könnte auch ein Kopf sein oder die Säule in der Kirche. Ist mir dann direkt die Idee für den Arm gekommen, wo ich ja auch schon das Haptische irgendwie direkt drin gesehen habe. Ja, und so sind mir dann auch direkt so ein paar kleine Geschichten eingefallen, also eben dieses statische, harte Material des Steins dann in etwas Weiches, Lebendiges zu verwandeln. Ja, und hier sieht man, wie ich erste Ideen, die ich hier gesammelt habe, schon mal zeichnerisch umgesetzt habe mit Aquarellfarben. Das ist eine Figur, die nenne ich Super Gravi. Super Gravi trägt auch Elemente der Klosterarchitektur als Kostümierung. Und genau, diese Kostümierung werde ich aus Stoff nähen. Da habe ich auch schon mal mit angefangen. Kann ich hier schon mal zeigen. Das ist dieser Helm oder diese Kopfbedeckung, die ich aus Stoff genäht habe und mit Schaumstoff und Füllwatte ausgestopft habe, sodass es auch sehr bequem ist zu tragen. Genau, und mit diesen Objekten möchte ich dann später auch kleine Performances machen und hoffe, dass sich da genug Leute finden, die Lust haben, an diesen Performances teilzunehmen und auch Spaß daran haben, diese Kostümierung zu tragen und da in die Rolle einzutauchen. Ja, und eine andere Figur, die ich mir hier erdacht habe für mein Projekt, das ist Churchy. Churchy trägt Elemente, die ich so in der Klosterkirche gesehen habe. Hier sieht man schon ein erstes Kopfobjekt für Churchy. Da wird es dann aber auch noch einen Ausschnitt geben für die Augen, sodass Churchill dann auch weiß, wo er hin muss. Hier habe ich auch schon die ersten metallischen Gegenstände auf dem Klostergelände gefunden. Und ich würde mich halt sehr freuen, wenn da noch viel mehr Material zusammenkommt. Also deswegen auch nochmal die Bitte, guckt mal in eure Keller auf dem Dachboden. Super spannend finde ich zum Beispiel ein altes Waffeleisen, das wünsche ich mir sehr. Ich möchte euch dann auch nochmal ganz herzlich einladen, Performance zu beteiligen als Darsteller. Dafür muss man auch eigentlich noch gar nichts können, muss nur Freude am Ausprobieren mitbringen und Neugierde und Lust, an meinen verrückten Aktionen teilzunehmen. Und dann wird das, glaube ich, eine ganz interessante Sache werden. Mein Name ist Carola Rümper. Ich bin die neue Stipendiatin für das Projektstipendium Kunstkommunikation und führe im Rahmen des Stipendiums das Projekt Bengwun durch. Ich lade Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ein, mit mir Fotografien zu machen
Und zwar von dem eigenen Alltag, irgendwie, das kann sowohl privat sein, als auch irgendwie die Arbeitswelt, also das ist dem oder derjenigen ganz frei überlassen. Danach, wenn die Fotos entstanden sind, werden wir diese Fotos bearbeiten, und zwar mit einem Tablet. Darauf gibt es Apps, und mit diesen Apps werden wir diese Fotos im Stile von Pop Art verarbeiten. Pop Art ist in diesem Projekt deswegen auch Bang Boom sehr wichtig, weil die Pop Art sich gerade auch mit Alltagsgegenständen, mit Alltag irgendwie befasst hat und diese nochmal, ja, Alltagsgegenstände in die Kunstwelt sozusagen hineingehoben hat, die neu bearbeitet hat und einen neuen Fokus auf Alltag und Alltagsgegenstände gebracht hat. Pop Art hat zum Beispiel Bananen auch irgendwie in den Fokus genommen und hat Bananen als Kunstobjekt betrachtet. Ja, wenn alle Fotos entstanden sind, wenn die bearbeitet worden sind, dann wird daraus ein großes Memory-Spiel gemacht. Ich greife mal einmal eine Platte auf, und zwar ist es diese Größe, die sind 45 x 45 cm groß. Das heißt, jedes Bild wird natürlich zweimal hergestellt. Genau wie beim Memory-Spiel ist es tatsächlich so, dass man dann damit spielen kann. Und zwar wird das Ganze auf dem Boden gelegt hinter mir, so dass es eine große Rauminstallation wird. Man zwischen den, oder die Leute zwischen den Platten durchlaufen kann und dann tatsächlich irgendwie zwei Platten noch umdrehen kann. Also so wie es beim Tisch-Memory-Spiel ist. Zu dem Projekt lade ich speziell Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ein. Und zwar deswegen, weil ich es zum einen sehr spannend finde, dass Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ihre Lebenswelt irgendwie nochmal präsentieren, weil sie bisher wenig im Kunst- und Kulturbereich sichtbar sind. Und es ist für mich ein wichtiger Aspekt, eine vielfältige Gesellschaft mit allen Teilen zu zeigen, denn nur Vielfalt bedeutet irgendwie eine Chance, irgendwie miteinander demokratisch auch zu leben, miteinander ins Gespräch zu kommen, miteinander die eigene Lebenswelt auch tatsächlich sichtbar zu machen und darüber zu diskutieren und ein Leben zu gestalten, was für alle lebenswert ist oder auch wichtig ist, seine eigenen irgendwie Meinung mit reinzubringen. Hinter mir ist sozusagen die Prozesswand des Projektes, und zwar habe ich jetzt hier einige Fotos aus einem vorherigen Projekt aufgehängt. Fotos von mir, aber auch von anderen Teilnehmern. Im Laufe des Jahres wird sich das aber verändern, und zwar werden an dieser Wand Fotos von dem Projekt hängen, so dass es für die Besucherinnen und Besucher des Kunsthauses interessant ist, auch immer mal wieder vorbeizukommen, immer mal wieder sich zu informieren. Besucherinnen und Besucher des Kunsthauses Kloster Gravenhorst, die das Projekt sich angucken, können sich auch gerne mit Beteiligten ein Tischmemory-Spiel herzustellen. Und zwar habe ich hier viele kleine Blanko-Memory-Karten besorgt. Jeder kann diese gestalten, aber dann natürlich tatsächlich immer zwei Bildpaare. Das ist die besondere Herausforderung, sich was zu überlegen, irgendwie, was man natürlich auch nochmal wiederholen kann. Dazu, damit es nicht ganz so schwer ist, irgendwie habe ich dann, oder wenn jemand sagt, oh, das ist mir aber, da traue ich mich gar nicht ran, habe ich für so einen Fall tatsächlich so kleine Stempel mit hierher gelegt, einmal Zahlen, einmal Buchstaben, die benutzt werden können, aber auch so kleine Symbole, mit denen kann man dann auf die Karten stempeln. Und natürlich tatsächlich auch was dazu noch zeichnen, malen, wie immer man das auch gerne möchte, aber tatsächlich nur mit Kugelschreiber. Jeder sollte die Karten auch nicht mit nach Hause nehmen, sondern hier lassen, weil am Ende wäre es dann schön oder so mittendrin, wenn es dann schon 10, 20, 30 Bildpaare gibt oder auch mehr, dass man sich an einem anderen Tisch sitzt und mit fremden Personen, anderen BesucherInnen und Besucher hier im Kunsthaus mit denen spielt, mit denen in Kontakt kommt, mit denen auch über die Projekte vielleicht redet. Hallo, ich bin Janina Schmid. Mein Projekt heißt Self-Service Selfie Box. Und die Self-Service Selfie Box ist im Prinzip ein Anhänger mit so einem auffälligen Farbverlaufdesign. Und wenn der in der Landschaft steht, dann sieht er selber aus wie so ein Alien.
In dem Anhänger befindet sich ein kleines mobiles Fotostudio. Es gibt verschiedenfarbige Hintergründe, bunte Lichter, Spots und so weiter und eben eine ganze Reihe solcher Schaumstoffformen, die ihr dann benutzen könnt. So wie ihr das möchtet. Die Idee ist, dass ich mich an ganz unterschiedliche Orte im Kreis Steinfurt begebe und die Leute, die ich dort treffe, einlade, meine Self-Service-Selfie-Box für ihre Selfie-Experimente zu nutzen. Das können dann Schüler einer Schule sein, Besucher des Klosters Gravenhorst hier oder andere Kultureinrichtungen im Kreis Steinfurt. Ich möchte aber auch Orte anfahren, die vielleicht unerwartet erscheinen, wie zum Beispiel der Parkplatz eines Supermarktes, eine Fußgängerzone oder auch vor einem Altenheim. Man kann sich einen Besuch ungefähr so vorstellen. Ihr seht diesen seltsamen Wagen, kommt näher und stellt mir dann die Frage, was das ist und was man hier machen kann. Ich werde die ganze Zeit am Wagen anwesend sein. Nachdem ich das Prinzip dann erklärt habe, dürft ihr allein in die Self-Service-Selfie-Box und könnt euch da fotografisch austoben. Am Ende bitte ich euch noch, mir einige eurer Aufnahmen zur Verfügung zu stellen, damit sie Teil der Ausstellung hier im Projektraum werden können, so wie sie unter Hashtag Self-Service-Selfie-Box auf Instagram zu teilen. Hier sind einige Arbeiten, die ich im letzten Lockdown entwickelt habe. Ich mag Formen, die einfach und logisch wirken. Und wenn man sich dann etwas Zeit nimmt und darüber nachdenkt, drehen sich die Verhältnisse nämlich plötzlich um. Das, was ganz einfach und klar erschien, wird total unberechenbar und komplex. Das beste Beispiel dafür ist der Kreis. Die einfachste Form schlechthin, eigentlich die Urform an sich, so klar und einfach und genau deshalb so weit und offen. Man merkt das auch, wenn man versucht, einen Kreis zu zeichnen. Ich denke, es gibt keine Form, die nichts zu erzählen hat. Mich interessiert das narrative Potenzial von Formen. Wenn dann noch Farbe, Größenverhältnisse und Material hinzukommen, hat man eigentlich schon ein ganz schön großes Vokabular. Bei dieser Wandarbeit ist interessant, dass sie einen Sprung zwischen zwei Systemen vollzieht. Einmal das System Bild auf Bildträger und dann das System Position Bildträger auf Wand. Es ist, als würde die Arbeit zwei unterschiedliche Systeme gleichzeitig nutzen oder ganz schnell zwischen diesen hin und her springen. Man kann die Arbeit also ganz wahrnehmen und genießen, wenn man dieses Springen zwischen den Systemen mitmacht. Das ist ein wichtiger Gedanke, auch inhaltlich für mich. Ich sehe darin auch den Anknüpfungspunkt zur Self-Service-Selfie-Box. Die Form- und Farbangebote, die ich mache, kommen aus dem System abstrakter Werkzeugkasten von Janina. Der Sprung ins andere System findet statt, wenn die Formen nicht mehr nur isoliert als abstrakte Form existieren, sondern zu haptischen, manipulierbarem Material werden, das von den Leuten benutzt wird. Es entsteht ein Hin und Her zwischen den abstrakten Formen und der spezifischen Nutzung des Materials durch die BesucherInnen. Solange der Lockdown jetzt noch einen Besuch vor Ort nicht möglich macht, könnt ihr uns gerne auf der Website da-kunsthaus.de unter Dagus On besuchen, wo wir immer wieder regelmäßig neue Berichte einstellen, wo Sie auch die Social-Media-Kanäle der Künstlerin finden und die Projekte weiterverfolgen können.